Hallo und willkommen zur 17. Folge von Eliphas Learys kleiner Serie über Magie. Es geht in dieser Episode um Information und Vibration, beziehungsweise um die Art und Weise, wie wir Vibrationen als Information interpretieren. Aber ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen. Schon am Anfang jedenfalls nicht. Schauen wir uns erstmal eine Sache an. Vibrationen, zum Beispiel Töne, aber auch Farben sind im Grunde auf der physikalischen Ebene erstmal Vibrationen, die von den Augen wahrgenommen werden. Bleiben wir erstmal bei den Tönen. Wir bezeichnen Töne als hoch oder tief. Warum? Hoch ist etwas, was über uns ist. Ein Berg ist hoch. Ein Schrank kann hoch sein. Aber ein Ton ist ein Ton und hat nichts mit Höhe oder Tiefe erstmal so zu tun. Wir bezeichnen Töne als hoch oder tief, weil wir sie irgendwie, ja, warum bringen wir sie mit diesen Dimensionen des Raumes in Zusammenhang? Nun, ein Schlüssel, um das zu verstehen, ist wahrscheinlich die indische Chakra-Lehre. Die indische Chakra-Lehre bezieht sich hauptsächlich auf die Wirbelsäule. Da gibt es halt die Teile der Wirbelsäule, die tief unten liegen, und die Teile, die oben sind, sozusagen, die hoch sind. Und in der Chakra-Lehre werden auch Töne tatsächlich mit dieser Höhe oder Tiefe in Zusammenhang gebracht. Also tiefe Töne wirken eher auf die unteren Chakren und hohe Töne auf die oberen Chakren. Daraus sind in diversen Orden tatsächlich Meditationen abgeleitet worden. Ursprünglich in der Fraternitas Saturni, später dann von Leuten, die in der Fraternitas Saturni gelernt haben, in den IOT eingebracht. Meditationsarten, bei denen man tiefe Töne intoniert, um die tiefen Chakren, die unteren Chakren, anzusprechen, anzusteuern. Und hohe Töne, um die Kopfchakren und das Chakra, das über dem Kopf ist, anzusprechen. Die Chakren hängen aber auch zusammen mit den sogenannten Lokas. Die Lokas sind die Bereiche, die wir in der westlichen Kultur als Astralebene kennen oder das Reich der Götter und so weiter. Die Wirbelsäule als Verbindung zwischen Unterwelt, Welt und Oberwelt oder Unterbewusstem, Bewusstem und Überbewusstem kann also wie eine Flöte durch Töne gespielt werden. Das heißt, man produziert nicht die Töne mit der Wirbelsäule, sondern man produziert die Töne, um die Wirbelsäule anzusprechen. Dadurch lassen sich dann die verschiedensten Energiequalitäten, die mit den verschiedenen Abschnitten der Wirbelsäule verbunden werden, erfahren. Durch diese Erfahrung kann man seine eigenen Entsprechungen entwickeln. Mit denen zu arbeiten, um einiges mehr zu empfehlen ist, als mit irgendwelchen tradierten Dingen, die eventuell aus Traditionen stammen, mit denen man sich gar nicht so richtig identifizieren kann. Es bringt meiner Meinung nach nicht so sonderlich viel, einfach irgendwelche tradierten Dinge zu übernehmen, wenn man diese Dinge gar nicht richtig in seine eigene persönliche Erfahrungswelt einordnen kann. Crowley hat da irgendwann gesagt, wenn einem die hochtechnischen Riten irgendwelcher Kabbalisten zu viel sind, wenn sie einen übersteigen, dann soll man sie nicht verwenden, sondern bei seinen eigenen primitiven Riten bleiben. Das ist um einiges effektiver. Und diese Art, durch das Intonieren von Tönen die Wirbelsäule
zu erforschen, ist sicherlich ein Schlüssel dazu, seine eigenen primitiven Rituale ein kleines bisschen ausgefeilter zu machen. Und man versteht dadurch sicherlich auch ein bisschen was, was in verschiedenen Traditionen übermittelt wird. So, das war's für diese Episode. In der nächsten Episode wird die 18. Episode und dementsprechend wird sozusagen das Herzstück dieser Serie sein. Da geht's sozusagen der Nummer 18 entsprechend um den heiligen Schutzengel. Oder den höheren Genius oder wie auch immer man das Ding nennen möchte. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, sehr viel Spaß und ja, bis bald. Ciao.